Alter, was ist hier los? Ach du Scheiße! Der ganze Fluss! Wir werden hier vollkommen überschwemmt. Herr Goldmann! Wir werden hier vollkommen überschwemmt. Ach du Scheiße. Hier, steh auf. Wir müssen hoch, wir müssen weg. Ich hab mich schon gewundert, warum mein Schlafsack so plötzlich nass ist. Alter. Junge, warum steigt das Wasser so extrem? Muss ich die ganzen Sachen hier rübertragen? Was passiert hier gerade? Scheiße, mein Handy. Oh, hier. Ja, Alter, wir werden hier komplett überflutet hier. Ach du heilige Scheiße. Was sind hier, Alter? Was passiert hier gerade? Ich habe mich gefragt, warum das hier jetzt... Was passiert hier? Leute. Was ist mein Rucksack? Ist der da? Ja, der Rucksack ist hier. Alter. Was passiert hier eigentlich gerade? Leute. Ach du Scheiße, ey. Was geht bei dir? Hast du alles geschafft? So ungefähr. Ich weiß selber nicht. Was ist das? Was passiert hier gerade die ganze Zeit? Ich habe hier geschlafen und auf einmal wurde ich nass. Wir werden hier total überflutet. Das ist richtig widerlich. Wir sind hier auf dieser Insel hier gefangen. Jetzt müssen wir irgendwie unser Schlafplatz hier retten. Ja, das hier abbauen. Es wird immer höher und das Wasser. Ich muss meinen Tarp retten. Was passiert hier gerade? Dieser ganze Tarp ist nass. Der Kasten mit den, ich glaube, meine Heringtasche ist irgendwie weggeflossen. Und der Herr Goldmann versucht jetzt gerade sein Dings abzubauen. Seine Hängematte.
Alter. Und das wird immer tiefer irgendwie. Wir müssen fliegen, Alter, schleunig. Boah, scheiße. Es müssen die ganzen Sachen hier eingepackt werden. Und mein ganzer Schlafsack ist schon wieder komplett durchnässt hier. Weil ich hatte es erst gemerkt, wo das Wasser so langsam meinen Schlafsack berührt hat. Und dann wurde das sofort irgendwie so. Das ist hier alles voll. Alles komplett voll. Wie kommt man hier weg? Zum Glück ist das Handy noch da, Alter. Ja. Digga. Guck mal hier. Ich hab's hier rausgefischt einfach aus dem Ding. Ja. Geht noch? Aber hier ist ein Nass-Symbol. Sein Handy ist da reingefallen in das Wasser. Also, oder es war irgendwie da drin. So eine Minute oder so. Ja, auf jeden Fall. Oh. Zum Glück hatte ich schon mal so einen ähnlichen Fall. Ja. Survival, 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 sag ich immer. Ja. Wir müssen vielleicht schnell fliehen, oder? Ich weiß nicht, wird das Wasser tiefer oder geht das gleich weg? Guck mal, was da vorbeifährt, Alter. Digga, was? Wie viel, ey? Warum ist hier plötzlich so viel Wasser? Wir müssen erstmal einen Wein trinken. Ja, wir checken das nicht, was hier passiert. Warum? Wieso? Wo liegen? Hä? Ich war so seelenruhig am Schlafen. Ich habe nie seelenruhiger geschlafen. Und plötzlich das. Was tun wir jetzt? Was tut man in so einer Situation? Erstmal auf jeden Fall. Also noch scheint das hier auf dieser Insel nicht zu steigen. Ja, aber noch nicht. Ich frage mich, was hier so vier Tiere auch lang schwimmen dann. Wir müssen den Wagen am besten da oben an den Baum hängen, falls es wieder wird oder so. Wie kommt man hier weg? Weil guck mal, wir kommen ja von da ganz hinten. Und das hier ist alles voll, komplett voll. Das ist richtig behindert. Ich bin mittendrin. Genau hier haben wir geschlafen. Und wir wissen nicht, wie wir wieder zurückkommen. Wir haben die Sachen hier auf dieser Insel hier gerettet. Unser ganzer Weg, den sieht man hier überhaupt gar nicht. Wo wir hinlaufen. Wie kommen wir wieder zurück? So, Herr Goldmann rettet schon mal seine Sachen. Und guck mal, wie tief das da vorne geht. Junge, sowas habe ich noch nicht erlebt bisher. Gib Prost! Ich grüße Martin. Ich grüße Holger Bingo. Ich grüße Mark M. So Leute, wir kommen da drüben nicht rüber, weil es wird immer tiefer, also zumindest nicht ohne nass zu sein. Also nicht ohne, dass die Elektronik dann kaputt geht und sowas. Und wir laufen jetzt einfach zu dieser Insel drauf erstmal. Also da tragen wir das gleich. Eieiei. Ja, Mann. Uff. Ich war fast am Ziel. Ja. Aber dann wird's bis hier und dann weiter konnte ich nicht, weil sonst kriege ich ja keine Luft mehr. Hoffentlich geht das später weg. Ja, wir tragen unser Gepäck erstmal darüber. Warte, ich bring das schon mal rüber und dann helfe ich dir, Alter. Ich werde erstmal unser Wein rübertragen. Guck mal, Alter. Hier, ich glaube, höher wird's nicht als dieser Wand. Kann das sein? Hoffentlich. Hoffentlich, Alter. Sonst sind wir richtig am Arsch und die ganze Elektronik und alles geht kaputt. Wir müssen es heftig hochheben.
Wie viel da weggerissen wird. Alles, ne? Ja. Also als wenn der Gletscher weggeflogen wäre. Ja. Alter, alles. Ja. Huiuiui. Und das direkt am letzten Tag. Morgen früh um 9 fährt mein Bus. Wie kommt man hier weg? Dabei waren wir so schön am Pennen gewesen. So was ist Survival. Irgendwie. Wir müssen nicht wieder hier so wegkommen. Ein bisschen, alter Scheiße. Alter. Aber vielleicht ist das auch so, weil vielleicht ist das sowas wie Ebbe und Flut oder so. Ich glaube halt, weil hier diese Bucht ist, dass es nicht höher geht als da. Ich glaube, dass aber wer weiß. Und jetzt? Und jetzt den Wagen hoch oder so. Bei dir läuft so eine Sink. Ach du Scheiße. Die wollte auch nur gerettet werden. Tut mir leid, liebe Spinne. Und diese ganzen Fliegen, die nerven hier rum. Ach du Scheiße. Die sind richtig scheiße. Aua, wo sind die? Die wollen auch nur gerettet werden. Das ist mal eine portugiesische Spinne gewesen. Es tut mir leid, ich habe mich nur erschrocken. Das Wasser steigt und steigt und wir kommen hier nicht weg. Und deswegen frühstücken wir darauf erstmal. Aber wir haben hier bei dieser Survival-Situation haben wir noch fressen. So, erstmal Schlafsack trocknen lassen, währenddessen das Wasser immer noch am Steigen ist. Man weiß echt nicht, wie man hier langlaufen soll, wenn es hart auf hart kommt. Wenn das nicht weggeht, das Wasser. Das Wasser muss weg. Das muss richtig weg. Das Wasser muss weg. Das Wasser muss ganz schnell weg. Aber was würden wir tun ohne Wasser? Dann wäre es niemals entstanden. Und hier sieht man diese Feuchtigkeit, also dieses Anfangswasser, was mich da nass gemacht hat, wo das da drüber geschwappt ist vom Fluss. Deodorant. Selbst in den schlimmsten Zeiten muss er gut riechen. Ja. Das ist ein Schwachsinn, Alter. Guck mal, und hier sind überall diese ganzen Spinnen und sowas. Der ganze Baum ist irgendwie voll. So, diese ganzen, dieser Wasser, der scheint nicht mehr zu steigen, zum Glück. Und jetzt warten wir hier die ganze Zeit auf dieser Insel hier ab, bis das Wasser runtergeht. Prüfen, ob das runtergeht oder überhaupt nicht, ob wir noch schwimmen müssen. Und genau deswegen bauen wir uns hier auf dieser Insel unser Lager auf. Guck mal, dieser Überflutdruck ist immer noch da, aber man sieht hier am Sand, dass sie langsam immer weniger wird. Also das war bis zum, da wo dieser Strich ist, gewesen. Das heißt, wir werden noch eine Nacht hier pennen, weil die Überflutung weggeht. Und Herr Goldmann hat schon seinen Schlafplatz hier aufgebaut. Also mit Regenschutz und so weiter. Ja, Mann, hier ist der Eingang einfach. Ja, das ist sehr gut. Ich werde mich irgendwie hier hinlegen und bald meinen Tarp aufbauen, aber ich werde den erstmal trocknen lassen, weil der war ja komplett überflutet gewesen, dieser Tarp. Und wir hoffen auf jeden Fall, weil ich muss ja morgen früh, na gut, wir haben jetzt nachmittags, aber morgen früh um 9 fährt mein Flixbus und wir brauchen noch, na ich glaube so mindestens eine halbe Stunde, um beim Flixbus anzukommen. Das heißt, wir müssen morgen früh sehr früh aufstehen. Und na, hoffentlich müssen wir morgen früh nicht schwimmen, dass das irgendwie weggeht oder so. Weil sonst kommen wir einfach nicht anders rüber. Und wir müssen dann sonst diese ganzen Sachen und so weiter tragen, auf den Kopf. Guck mal hier.
hier vorne, dieser Weg, der vorhin total durchflossen war. Also da drüben ist immer noch ganz viel Wasser, aber das hier war auch vollkommen mit Wasser gewesen. Und das hier, das ist dieser Weg, wo wir gepennt haben. Also ich habe hier gepennt. Und Herr Goldmann hat sich genau hier hingehängt. Und genau, der ist langsam frei. Das heißt auf jeden Fall, dass das Wasser immer weniger wird. Dass es abfließt. Genau, hier vorne sieht man das sogar. Das ganze Wasser, was hier aufgefüllt wurde, ganz plötzlich, hier wegfließt. Seht ihr diese Strahlen, diese Abfließstrahlen? Guck mal, der Herr Goldmann ist da drin, in diesen Wasser reingesprungen, in diesen Überflutungswasser. Never ever leave Lima! Du Heiliger! Das ist Brühewasser, oder wie das heißt. Rio Lima! Das ist der Herr Goldmann, der im Überflutungswasser rumschwimmt. Ich bin ein Kakerlakengesicht. Oh, guck mal, das Wasser ist so langsam zurückgegangen. Aber eben gerade hat das ganz plötzlich geregnet und ich habe mein Tarp nicht aufgebaut gehabt. Und ich habe dann mein Tarp einfach auf mir drüber gelegt. Ich muss jetzt flüchtig mein Tarp über mich aufbauen jetzt. Es ist richtig kalt, ey. Scheiß Wetter. Müssen wir auch morgen früh auch dort sein? Scheiße, ey. So, ich habe jetzt ganz flüchtig hier meinen Tarp aufgebaut, damit wenn der nächste Regen kommt, dass ich endlich mal trocknen liege, weil guck mal hier. Guck mal, wie das hier aussieht. Das ist hier alles komplett durchnässt schon wieder. Es ist schon wieder so eine richtig beschissene Nacht. Und ja, genau, mein Wagen, der hält den Rest vom Tarp. Und ich habe das hier ganz flüchtig aufgebaut, dass ich hier wenigstens so ein bisschen geschützt bin. Und es ist alles schon wieder durchnässt, ey. Das ist so, das ist richtig widerlich. Und dann müssen wir auch morgen früh raus, weil mein Bus fährt schon um 9 Uhr morgens. Und wir müssen irgendwie durch dieses Wasser kommen. Aber dieses Wasser hat sich ganz gut zurückgezogen. Aber wir wissen halt noch nicht, ob das auch morgen komplett zurückgezogen ist, das Wasser. Ob wir morgen da überhaupt rüberkommen, ohne schwimmen zu müssen. Dieser Regen, der hat mich gerade schon wieder richtig fertig gemacht. Ich war einfach nur den letzten Tag geil haben, aber jetzt passiert irgendwie genau sowas. Alter, mein ganzer Schlafsack ist schon wieder komplett durchnässt und mir ist irgendwie kalt. Weil ich habe meinen dritten Billigpullover nicht dabei. Hoffentlich werden wir morgen früh oder heute Nacht nicht überschwemmt. Ach, scheiße, jetzt fängt das schon wieder an zu regnen. Und es wird langsam schon wieder windig. Das ist richtig widerlich. Und ich werde hier die ganze Zeit von diesen Viechern hier belästigt. Also von diesen, von diesen hier. Also die haben Flügel dran und die fliegen dann die ganze Zeit gegen meinen Kopf. Und das ist richtig widerlich mit dem Regen. Gefällt mir gar nicht. Warum war ich zu faul gewesen, um den Tarp sofort aufzuspannen? Anstatt das irgendwie nachträglich zu machen. Weil die ganzen Sachen sind wieder nass und das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist wieder richtig unangenehm. Und meine ganzen Sachen, die stinken dann auch noch danach. Wenn die dann nass sind und so. Das ist richtig unangenehm. So, der nächste Tag ist angebrochen. Um 9 Uhr fährt man Bus und prüfen, ob Wasser noch vorhanden ist, dass wir da rüber können. Dass wir hier von dieser Insel los können. Ob dieser ganze Wasser weggegangen ist. Scheiße, jetzt erst mal einpacken. Ist ja richtig widerlich. Und das wird richtig unangenehm sein, falls wir gleich schwimmen müssen.
und die Sachen noch übertragen. Weil der Bus muss ich auf jeden Fall erwischen. Ich hoffe, das Wasser ist komplett weggegangen. Komischer Morgen. So, mein Tarp und Herr Goldmanns Hängematte sind abgebaut. Und guck mal, das Wasser, das stand ja bis hier. Also sogar dieser Baum war mit Wasser verschlungen. Ist war komplett hier voll. Das ist zum Glück sehr gut zurückgegangen. Also wir sind positiv. Also das Wasser ist bis da ganz hinten wieder zurückgegangen. Das war gestern bis hier alles voll gewesen. Und hier ist auch irgendwie kein Wasser mehr. Also es sieht voraussichtlich gut aus. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass man da hinten nicht schwimmen muss. Dass es komplett zurückgegangen ist. Und ich bin gleich auf der Suche nach meinen Heringen. Meine Heringe, die sind ja von diesem Wasser weggeflossen. Gestern. Genau. Wir haben jetzt diese Uhrzeit. Ja, wir müssen los. Um 9 fährt man Bus. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall dort ankommen. Prüfen, ob wir gleich die Heringe finden. Oh, hier, guck mal. Ja, auf dem habe ich quasi drauf gesessen fast. Wie heißt das Ding? Das ist ein portugiesischer Krebs in Krampfposition. Das war alles komplett voll mit Wasser. Und guck mal, die ersten Heringe sind gefunden. Hier, die gestern weggeschwommen sind. Die müssen alle eingepackt werden. Aber ich frage mich, wo meine Heringtüte ist, wo noch mehr Sachen drin sind. Hier vorne ist der nächste Hering. Oh, hier ist noch ein Hering. Aber wenn wir jetzt nichts finden, dann laufen wir einfach weiter. Weil die Zeit, die drängt. Ich frage mich, wo meine Heringtüte ist. Wo die hingeschwommen ist. Ich brauche neue Heringe und Seile für meinen Tarp. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Rest Wasser von der Überflutung gestern. Bis hier, Alter, war das. Aber sehr gut, dass es komplett zurückgegangen ist. Und dass wir nicht schwimmen mussten. Weil es wäre voll scheiße mit den Sachen und weil die Zeit jetzt langsam drückt. Sieht auf jeden Fall jetzt sehr gut aus. Ach scheiße, hier vorne ist eine scheiß Pfütze. Oh. Na gut, dann muss ich meine Schuhe ausziehen. So, weiter geht's. Mein Gehirn schwappt rum. Weil wir haben gestern Wein getrunken. So, wir sind in der Ortschaft angekommen. Und wir müssen noch die Bushaltestelle suchen. Und mein Bus, der fährt in einer halben Stunde. Ist total anstrengend, so morgens früh so rumzulaufen. So mit Gas. Also ungechillt rumzulaufen. Dass man sich die ganze Zeit so am Beeilen ist. Ich habe keinen Bock auf diese Busfahrt, aber die muss gemacht werden. Wir müssen die Haltestelle suchen und finden. So, wir sind pünktlich bei der Flixbus-Haltestelle angekommen. Und mein Flixbus, der fährt gleich. Hier vorne geht zu Teil 6 vom Portugal Road Trip. Aber falls der noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt hier stattdessen mein 7 Faustwald 7 Tage Selbstversuch ohne Gegenstände. Gebt euch das!